Ja, zum Thema Effektivwertmessung von Strom und Spannung. Mal einen ganz kurzen Ausblick. Das gab früher und daran lässt sich es eigentlich am leichtesten machen. Heute macht man alles elektronisch, da sieht man nicht mehr so viel. Es gab sogenannte Hitzdrahtinstrumente. Ich komme gleich drauf. Was wir im Sommer und im Winter als unterschiedlich sehen können, ist, dass zum Beispiel Stromleitungen im Winter nicht so doll durchhängen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, das irgendwie auszugleichen. Sieht man an der Bahn und so weiter. Wärmeausdehnung, das ist der Grund. Also je wärmer, umso mehr dehnt sich ein Material aus. Und dazu guckt mal auf den Link. Ich habe einen Link angebracht. Im Thema Wärmelehre wird ganz kurz erklärt. Diesen Effekt nutzte man früher beim sogenannten Hitzdrahtinstrument. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Schaltung und ich messe hier einen Strom. Also ich habe hier zum Beispiel eine Schaltung, ich möchte mal wissen, wie viel Strom hier fließt. Ja, dann schließe ich einstweilen das Instrument hier an und dann geht es weiter in Richtung Schaltung und so weiter und so fort. Also ich messe praktisch hier einen Strom. Was macht aber der Strom? Fließt durch einen Draht, der extra sich sehr schön ausdehnt, wenn er wärmer wird. Und den wickelt man praktisch nur um so eine Rolle rum und an der Rolle ist ein Zeiger befestigt. Das heißt, wenn der sich ausdehnt, hier natürlich vielleicht noch eine Feder oder sowas, die Rolle dann entsprechend leichter bewegt und und. Aber ich lasse das Ganze jetzt mal weg. Wichtig ist, die Ausdehnung letzten Endes lässt die Rolle drehen und das bewegt einen Zeiger. Was hat das mit dem Effektivwert zu tun? Ich sagte ja, wenn ich zwei Spannungen habe oder Ströme und die vergleiche und das eine sei meinetwegen ein Gleichstrom und der heizt irgendwas auf. In diesem Fall heizt er nämlich den Draht auf. Gut. Dann hat eine Wechselspannung nicht unbedingt die gleiche Wirkung. Ich nehme mal eine Wechselspannung dazu. Da muss ich tatsächlich sagen, eine Wechselspannung hat einen wesentlich höheren Spitzenwert. Weil hier fehlt was. Selbst wenn ich die Wechselspannung jetzt mal, wenn ich die jetzt mal gleich richte, hoffentlich kriege ich den Link hier unter, zum Thema Gleichrichtung. Und Wechselspannung und Effektivwert werde ich noch links anbringen, glaube ich. Müsste klappen. Und ich richte die gleich und ich mache also eine pulsierende Gleichspannung daraus, dann ist das hier insgesamt, hat das hier Lücken. Hier sind Lücken. Hier, 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 überall Lücken. Und die Lücken machen aus, dass man sagen kann, naja, dann muss ich zwar den Spitzenwert zwar beachten, weshalb und warum, siehe Link, aber ich kann nur sagen, das lässt sich gut nur mit einer durchgehenden echten Gleichspannung vergleichen, die vom Spitzenwert, eine Gleichspannung hat keine Spitze, aber die von ihrem Maximalwert gar nicht so hoch ist wie der Spitzenwert der Wechselspannung. Dafür solche Hitzdrahtinstrumente. Die waren sehr träge, aber die haben wirklich gezeigt, der Effekt des Heizens ist durchaus unterschiedlich zwischen Gleichspannung und Wechselspannung. Darauf kam es mir nochmal an. Hitzdrahtinstrument braucht man heute nicht mehr, macht man elektronisch, geht leichter, geht besser, aber das veranschaulicht das Prinzip schön. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Ich hoffe, ich konnte das ganze Thema noch ein kleines bisschen untermauern damit und ihr könnt es besser verstehen. Mehr will ich nicht. Also, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.